In Niedersachsen warten zurzeit mindestens 75.000 Menschen auf einen Platz in einem Schwimmkurs. An einigen Orten beträgt die Wartezeit für einen Kursplatz schon 3 Jahre, sagt die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft DLRG. Viele Kinder hätten wegen der Pandemie das Schwimmen auch wieder verlernt, weil sie nicht üben konnten. Aber auch viele Erwachsene haben keine ausreichende Schwimmsicherheit. Experten sehen die Gefahr, dass es in diesem Jahr durch die fehlende Schwimmausbildung zu mehr lebensgefährlichen Badeunfällen kommt. Über dieses Problem spreche ich jetzt mit Martin Holzhauser von der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft. Herr Holzhauser, erstmal, woran liegt es, dass die Wartezeiten für Schwimmkurse so lang sind? Ja, das ist natürlich jetzt vor allem durch die 2 Jahre Pandemie bedingt. Wir hatten davor schon Probleme vielerorts mit langen Wartelisten in den Anfängerschwimmkursen. Das hat jetzt deutlich zugenommen. Wir hatten eine ganze Reihe Monate, wo alle Schwimmbäder praktisch geschlossen waren, keine Schwimmausbildung stattfinden konnte. Und jetzt haben wir einfach viele Kinder, die in der Zeit nicht schwimmen lernen konnten und die das natürlich jetzt auch noch tun wollen und sollen. Welche Folgen hat all das für die kommende Badesaison? Ja, das heißt natürlich Obacht. Also vor allem für die Eltern mit ihren Kindern. Da geht es sowieso immer besonders auf die Kleinen aufzupassen am Wasser, im Wasser. Das gilt jetzt nochmal besonders natürlich für die vielen Nichtschwimmerkinder und auch alle anderen Menschen, die sich am Wasser aufhalten, Wassersport betreiben. Passen Sie auf die Kleinsten auf. Da ist jetzt natürlich eine erhöhte Gefahr für die Wassersicherheit gegeben. Was kann denn helfen, um die Situation von Nichtschwimmern zu verbessern? Ja, wir brauchen vor allem langfristig mehr Wasserflächen, mehr Schwimmbäder, in denen Schwimmausbildung stattfinden kann, für die Schulen, aber auch für die vielen Vereine wie die DLRG. Ohne das wird das nicht funktionieren. Da müssen wir einfach hinkommen. Zum Thema Schwimmunterricht an Schulen, gibt es da Verbesserungsmöglichkeiten oder Lösungsansätze? Das Thema ist wirklich ein schwieriges in den vergangenen Jahren. Wir beobachten leider, dass an immer mehr Schulen der Schwimmunterricht eingeschränkt stattfindet oder sogar gar nicht. Jetzt haben wir viele Kinder, die auch noch aus der Ukraine dazukommen, vielleicht auch noch mit das Schwimmen lernen müssen. Also die Situation ist wirklich sehr angespannt. Und ja, hier können wir auch nur an die Kommunen, aber auch an die Länder und den Bund appellieren, die damit unterstützen müssen, dass mehr Wasserflächen auch den Schulen zur Verfügung stehen, die die in direkter Nachbarschaft bekommen, um dann die Schwimmausbildung, den Schwimmunterricht durchführen zu können. Weil auch die Vereine wie die DLRG, die können das nicht alleine leisten. Dafür brauchst du die Schulen. Wenn ich oder mein Kind nun auf einen Platz im Schwimmkurs warten muss, wie kann ich die Zeit sinnvoll überbrücken? Was empfehlen Sie? Ja, also wenn ich als Elternteil selber sicher im Wasser bin, dann auf jeden Fall auch mit meinem Kind, auch wenn es nicht schwimmen kann, zum Baden gehen. Also es an das Wasser gewöhnen, gemeinsam Spaß haben, aber immer in Reichweite bleiben sozusagen, immer Obacht geben. Und dann macht man sozusagen die ersten Schritte ganz automatisch und das Schwimmenlernen kann dann hoffentlich bald folgen. Ja, und ansonsten werden auch in diesem Jahr wieder viele Initiativen im Sommer stattfinden. Die DLRG macht eine große Kampagne, versucht zusätzliche Schwimmkurse anzubieten, teilweise auch in Freigewässern wie Badeseen, um möglichst vielen Kindern doch noch das Schwimmen beizubringen. Also da kann man auch schauen und gucken, findet man vielleicht doch noch irgendwo einen Platz jetzt im kommenden Sommer, wo das Kind schwimmen lernen kann. Martin Holzhauser von der DLRG, danke für das Gespräch.